Hallo zusammen. CDU, CSU und Korruptionsaffären, das gehört irgendwie zusammen und darüber rede ich heute im Video. Bleibt dran. Liebe Freunde und Freunde, CDU und CSU ging es schon mal besser in Umfragen. Im Juni 2020, also ein Jahr und 3 Monate ist es her, lagen beide Parteien zusammen noch bei 40%. 40% der Deutschen wollten den Haufen von CDU und CSU wählen. Heute sind die noch bei 22%. Eine sehr erfreuliche Entwicklung und ich hoffe, mit diesem Video einen kleinen Beitrag zu leisten, die Umfragen noch weiter in den Keller zu treiben. Denn wenn man ehrlich ist zu sich, ist 22% immer noch zu viel für CDU und CSU, wenn man bedenkt, wie viele Korruptionsaffären eigentlich beide Parteien auf dem Buckel haben. Korruption und CDU und CSU, das gehört schon systematisch irgendwie zusammen. Denn beide Parteien haben so ein Prinzip und die sagen, die Gehälter als Bundestagsabgeordneten, und das sind mal über 120.000 Euro im Jahr, reichen nicht aus. Sie messen ihr Gehalt an dem in der freien Wirtschaft und sagen, hey, in der freien Wirtschaft kriegst du ja für die gleiche Arbeitszeit wesentlich mehr Geld und deshalb stocke ich mein Geld mal ein bisschen auf mit Nebenjobs, Nebentätigkeiten. Korruption sozusagen hat da einen Boden, auf dem er gedeihen kann. Und das lässt sich wirklich gut, also diesen Ansatz sozusagen, man muss ja mehr verdienen als das, was man als Abgeordneter so kriegt, lässt sich sehr gut an Nicolas Löbel festmachen. Nicolas Löbel war Bundestagsabgeordneter bis vor kurzem, also bis dieses Jahr im März 21, dann hat er sein Mandat zurückgegeben. Was war passiert? Der Typ, dieser junge CDU-Politiker, hatte im Rahmen von Maskendeals, ja, also der Bund musste ja wegen Corona ganz viele Masken kaufen, ganz schnell, hatte der 250.000 Euro eingestrichen. Und auf Nachfrage sagte er, das war doch marktgerecht. Und ich meine, der Druck wurde groß und dann hat auch die Unionsführung gesagt, du musst bitte dein Mandat zurückgeben. Vorher wollte er es noch behalten bis zum Ende der Legislatur. Aber er hatte überhaupt kein Unrechtsbewusstsein. Er fand, das, was er gemacht hat, ist marktgerecht. Und das für CDU und CSU-Politiker, der Staat Beute ist, ja, mit dem man sich die eigenen Taschen oder die der Partei füllt, das ist beileibe nichts Neues, wenn man mal ein bisschen in die Geschichte zurückgeht. Fangen wir mal mit Max Streibel an. Max Streibel, bayerischer Ministerpräsident, in seiner Zeit, als er noch Finanzminister in Bayern war, hat dieser CSU-Politiker das Unternehmen Megapetrol unterstützt. Megapetrol gab sich als bayerisches Ölbohrunternehmen aus. Öl gebohrt haben die nie, dahinter stand ein gigantischer Anlagebetrug. Ja, und Max Streibel hat dieses Unternehmen unterstützt. Und zwar hatte er als Aufsichtsratsvorsitzender der Bayerischen Landesbank Megapetrol Gelder zugeschanzt. Im Gegenzug bekam er privat Redeauftritte von Megapetrol bezahlt. Eine Hand wäscht sozusagen die andere. Also kurzum, da haben wir ein dubioses Unternehmen. Das wird unterstützt von einem CSU-Finanzminister. Und im Gegenzug kriegt der Redeauftritte, dickes Ding. Aber diese Affäre hat Max Streibel überlebt. Das muss man sich mal klar machen. Sein Untergang war die sogenannte Amigo-Affäre. Dazu muss man erstmal wissen, die Megapetrol-Affäre, die flog 1983 auf. 1988 wurde Max Streibel trotzdem Ministerpräsident. Und 1993 kam dann die Amigo-Affäre ans Licht. Und zwar war es wie folgt. Max Streibel, das war wieder in seiner Zeit als bayerischer Finanzminister noch, hatte vom Unternehmen Burkhard Grob, das war ein Flugzeugbauunternehmen von dem ehemaligen Schulkumpel von Streibel, die wollten sozusagen einen Auftrag haben, vom Verteidigungsministerium. Und Streibel hat sich dafür sehr intensiv eingesetzt, dass sein ehemaliger Schulfreund dieses und sein Flugzeugunternehmen diesen Auftrag kriegen. Im Gegenzug hat die CSU Parteispenden bekommen und Max Streibel schöne Urlaubsreisen, die er dann auch einräumen musste. Und als das Ganze 1993 rauskam, großes Pipapo, musste Streibel endlich als Ministerpräsident zurücktreten. Das war sozusagen der finale Schuss, der ihn zum Rücktritt brachte, weil er eben auch zugeben musste, diese Urlaubsreisen von dem Unternehmen bezahlt bekommen zu haben. Und der Weg von Max Streibel führt mich jetzt zur großen und bekannten CDU-Spendenaffäre. Alles fing damit an, als 1999 ein Amtsgericht, nämlich das Amtsgericht Augsburg, Haftbefehl gegen Walter Leisler-Kiep erließ. Walter Leisler-Kiep war zu der Zeit
Bundesschatzmeister der CDU. Also der Mann, der sich um die Gelder der CDU kümmert und zwar seit vielen, vielen, vielen Jahren. Der Vorwurf lautete auf Steuerhinterziehung gegen Walter Leißler-Kiep, weil er vom Rüstungslobbyisten Karl-Heinz Schreiber 1 Million D-Mark in bar bekommen hatte. Offiziell soll das Geld eine Spende für die CDU gewesen sein. Angeblich soll es bei der CDU nie angekommen sein. Jedenfalls war das der Startschuss für die CDU-Spendenaffäre, die im Prinzip die CDU bis ins Mark erschütterte und erst dazu überhaupt führte, dass zum Beispiel Angela Merkel CDU-Chefin wurde. Aber nochmal zurück zu dieser 1 Million D-Mark, die Walter Leißler-Kiep von Karl-Heinz Schreiber bekam. Diese 1 Million D-Mark sollen gewesen sein für eine andere Affäre, die sogenannte Fuchs-Affäre. Da ging es dann darum, dass Deutschland Fuchspanzer nach Saudi-Arabien exportiert hatte und dafür Gelder bekommen hatte, unter anderem von der Firma Thyssen. Da sollen dann Schmiergelder geflossen sein. Eigenes Thema, das ich jetzt hier nicht weiter ausführe. 1999 dann, ja, also die Affäre kommt auf, ja, meldet sich dann Heiner Geißler zu Wort. Er war früher CDU-Generalsekretär und er sagte, ich weiß, dass die CDU geheime Konten hatte. Und er bezog das auch explizit auf Helmut Kohl. Helmut Kohl, 16 Jahre Bundeskanzler, CDU-Parteichef, ja, und Geißler sagte, unter Kohl gab es geheime Konten. Und Helmut Kohl, der das vorher abgestritten hatte, musste jetzt einräumen, ja, es gab geheime Konten, aber ich sage Ihnen nicht, wer das Geld gegeben hat, großes Ehrenwort. Und hat er tatsächlich mit ins Grab genommen. Dann kam es zu einem Untersuchungsausschuss im Bundestag und der stellte eben fest, dass es diverse Schattenkonten der CDU gab, dass Unternehmen wie Ferrero und Thyssen da eingezahlt haben als Schmiergelder, als illegale CDU-Spenden. Und es liegt nahe, dass diese Gelder für politische Gegenleistungen gezahlt wurden. Also es gibt zwei Stichworte, Fuchs-Panzerspeer-Affäre, ja, also dass dafür Schmiergelder flossen, dass die Bundesregierung diese Waffenlieferung an Saudi-Arabien zuließ. Und der andere Fall ist die Leuna-Affäre, wo es um ein Mineralölunternehmen in der Stadt Leuna ging und den Verkauf dieses Unternehmens. Und in diese ganze CDU-Spendenaffäre, da war Helmut Kohl involviert, da war Walter Leißler-Kiep involviert, Roland Koch, CDU-Ministerpräsident Hessen, war involviert, Manfred Kanter, Innenminister CDU, waren alle da drin involviert. Wolfgang Schäuble kam auch dann noch raus, der hatte nämlich 100.000 D-Mark in bar in seinem Büro, im CDU-Büro von Karl-Heinz Schreiber persönlich überreicht bekommen oder über seine Sekretärin. Ganz genau weiß man das nicht. Jedenfalls 100.000 Mark flossen da. Heute ist übrigens Wolfgang Schäuble Bundestagspräsident und kontrolliert die Rechenschaftsberichte der Parteien, auch den der CDU. 2017 dann der Hammer. Es gab dann Recherchen von ARD, SWR und dem Spiegel. Und die berichten, dass insgesamt während der ganzen Jahre der CDU Geheimkonten, ja, der Schwarzgeldkonten, der schwarzen Taschen, die da flossen, dass da 200 Millionen D-Mark in der Schweiz gewaschen worden sind. Die CDU hat über Jahre die Regierung in Deutschland gestellt und hat wahrscheinlich die Gelder für den Wahlkampf illegal besorgt. Denn eins weiß man heute oder geht von aus, dass Helmut Kohl diese Gelder zum Beispiel nicht zur persönlichen Bereicherung benutzt hat, sondern um ja seine eigenen Netzwerke in der CDU zu unterstützen und auch Wahlkämpfe zu unterstützen. Genug Geschichte, wir kommen zu den aktuellen CDU-CSU-Affären und das sind echt viele, deshalb mache ich das heute so ein bisschen in Kurzform. Alles fing an mit Philipp Amthor. Philipp Amthor, die junge Hoffnung der Union, der stramm konservative Mann aus dem Norden. Ja, und er hatte sich von der Firma von Karl Theodor zu Guttenberg, ehemaliger Verteidigungsminister, großer CSU, großes CSU-Talent, das dann über eine Doktoraffäre, Plagiatsaffäre gefallen ist. Jedenfalls hatte Philipp Amthor für die lobbyiert und im Gegenzug hatte man ihm Aktienoptionen versprochen. Ja, er hatte dafür dann sozusagen Briefe für Augustus Intelligence, so heißt die Firma, geschrieben und Gespräche für sie organisiert und Förderung und so weiter angeregt. Die CDU hat harte Konsequenzen gegen Philipp Amthor gezogen. Sie haben ihn zum Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl 2021 in Mecklenburg-Vorpommern gemacht. CDU-Ministerpräsident Armin Laschet darf nicht fehlen. Er ist ja Kanzlerkandidat der CDU und er hat für das Land Nordrhein-Westfalen Masken bestellt bei der Firma Van Laak. Die Firma Van Laak wiederum, mit der hat der Sohn von Armin Laschet, Joe Laschet, ein
Vertrag, ein Modelvertrag und so weiter. Ja, der ist Influencer und lichtet sich gerne mit Verlag-Sachen ab. Also der hat sozusagen den Kontakt hergestellt. Dann haben wir Joachim Pfeiffer, Marc Hauptmann, Eduard Lindner und die kürzlich verstorbene Karen Strenz. Die haben sich indirekt oder direkt vom Staat Aserbaidschan finanzieren lassen. Aserbaidschan ist ein autoritär regiertes Land, in dem Menschenrechte nicht zählen. Und diese vier Politikerinnen und Politiker haben für Aserbaidschan lobbyiert und haben zum Beispiel Menschenrechtsverbrechen in Aserbaidschan runtergespielt. Also zum Beispiel bei Marc Hauptmann war es so, der hat so komische Parteizeitungen bei sich vor Ort und die haben, da gab es dann Anzeigen von aserbaidschanischen Tourismusbüro und so weiter. Dann haben wir den bayerischen Landtagsabgeordneten Alfred Sauter, den mittlerweile zurückgetretenen Bundestagsabgeordneten Nicolas Löbel, den ich am Anfang erwähnte, und den Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein, auch CSU, mittlerweile aus der CSU ausgetreten, aber noch im Bundestag, die alle während der Corona-Krise an Masken, die jetzt ganz viel Geld verdient haben. Und da reden wir wirklich nicht von kleinen Summen, wir reden von 250.000 Euro bis zu 1 Million Euro, die sie bekommen haben. Während wir alle in der Corona-Krise gelitten haben, haben die sich die Taschen vollgeschlagen auf unsere Kosten, auf Kosten des deutschen Steuerzahlers. Und dann haben wir noch die CSU-Abgeordnete Monika Hohlmeier, ja, die wiederum hat für eine Firma mit dem Freistaat Bayern, da regiert übrigens auch die CSU, einen Maskendeal eingefädelt, wo eine FFP2-Maske für läppische 9,90 Euro verkauft wurde. Da hat sie wahrscheinlich auch ein bisschen von profitiert, weiß man nichts Genaues. Franz Rieger, CSU-Landtagsabgeordneter aus Bayern, musste sich im April vor Gericht verantworten, weil er soll Wahlkampfspenden illegal eingeworben haben. Der Vorwurf lautet auf versuchter Steuerhinterziehung und Erpressung. Gegen Karl Straub, ebenfalls CSU-Abgeordneter aus Bayern, wird seit mehreren Jahren wegen Verdachts auf Insolvenzverschleppung, Steuerhinterziehung und Betrug ermittelt. Dann haben wir noch Tobias Zech, der hat eine eigene Beraterfirma und ist CSU-Politiker, Abgeordneter gewesen, ja, und hat mit dieser Beraterfirma im Staat Nordmazedonien die konservative Partei, die als korrupt gilt, also einen korrupten Premierminister hat, die hat er unterstützt. Ja. Er hat also sozusagen ein korruptes Regime in Nordmazedonien mit seiner Beraterfirma supportet. Hans Irmer, CDU-Bundestagsabgeordneter, hat sich für eine Firma aus seinem Wahlkreis eingesetzt. Das ist erstmal nicht verwerflich, aber da ging es auch wieder um Maskendeals und hat beim Gesundheitsministerium gesagt, hier ist eine Firma, kauft ihr Masken. Das ist ja soweit auch nicht verwerflich, aber im Gegenzug hat diese Firma in der Lokalzeitung, die Hans Irmer in seinem Wahlkreis ausgibt, Anzeigen geschaltet. Dann haben wir noch Jens Spahn. Jens Spahn, CDU-Bundestagsabgeordneter, Bundesgesundheitsminister und aufstrebende Hoffnung der CDU, erlangte über sein Mandat als Bundestagsabgeordneter einen Kredit in Höhe von 4,1 Millionen Euro für den Kauf einer Villa. Ja. Und er ging gegen Journalisten vor, die über diesen Hauskauf berichteten. Und dann gibt es noch das berühmte Spendendinner, 9.999 Euro wurde da gespendet an Spahns Heimatwahlkreis in NRW. Und warum 9.999 Euro? Ab 10.000 Euro muss man veröffentlichen und Spahn hat sozusagen dafür gesorgt, dass sie alle genau 1 Euro weniger spenden, damit deren Namen nicht öffentlich werden und weigert sich auch bis heute, die Namen der Spenderinnen und Spender zu nennen. Und zuletzt nochmal Jens Spahn, der kauft der FFP2-Masken von der Firma seines Ehemannes. Und der Ehemann ist da nicht nur ein Hilfsarbeiter, der ist da leitender Angestellter. Und er kauft also ohne Ausschreibung von denen FFP2-Masken. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, einmal ein Schnelldurchlauf durch CDU, CSU, Korruptionsaffären. Ihr habt es gemerkt, ich habe ein bisschen bei den älteren Affären ein bisschen mehr erzählt, bei den jüngeren Affären ein bisschen weniger. Da findet ihr auch ganz viel zu unter diesem Video als Videobeschreibung, wenn ihr euch ein bisschen tiefer einlesen wollt. Fakt ist, CDU, CSU, nicht alle Politikerinnen dort. Es gibt auch viele redliche Politiker dort, zweifellos. Aber ganz viele dort haben ein echtes Problem damit, geschäftliches Interesse und politisches Mandat zu trennen. Sie nutzen ihr politisches Mandat, um sich persönlich oder ihrer Partei die Taschen vollzuschlagen. Das ist ein großes Problem. Sie haben, das kann man glaube ich so sagen, zu lange regiert. Sie denken, dass dieser Staat ihre Beute ist, dass die Ministerien ihnen gehören, dass dieser Staat ihnen gehört. Und deshalb ist es so wichtig, dass am 26. September bei der Bundestagswahl CDU, CSU endlich aus der Regierung gewählt werden. In diesem Sinne, bitte geht wählen, wählt so, gebt meinem Kanal gerne noch ein Abo, like dieses Video, teilt es, darüber würde ich mich sehr freuen. Und heute zum Abschluss kein normales Outro, sondern einfach mal eine Liste mit Namen.
Dankeschön und bis bald. Bye, bye.